IT ist in unserem Alltag ubiquitär geworden. Oft sind IT-Systeme so sehr mit unserem Alltag verwachsen, dass wir diese selten als solche erkennen. Um unseren Blick dafür zu schärfen, hilft zunächst eine Definition von IT. IT ist die Abkürzung für Informationstechnik. Man könnte sagen, sie ist das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. IT-Systeme funktionieren nach dem sogenannten EVA-Prinzip. EVA steht für Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Zuerst werden Informationen mit Hilfe eines sogenannten Eingabegerätes an den Computer weitergeleitet. Dort werden diese vom Prozessor verarbeitet, bevor die Ergebnisse mit Hilfe eines sogenannten Ausgabegerätes an den Menschen weitergereicht werden. Nach diesem EVA-Prinzip, dem Grundprinzip der Datenverarbeitung, funktionieren alle IT-Systeme. Wir können anhand des EVA-Prinzips IT-Systeme verlässlich als solche identifizieren. Machen wir uns also auf die Suche nach IT-Systemen. Wir sind in der Stadt, auf der Straße. Da ist ein Haus, eine Fassade. Eine Person ist in Eile. Was sehen wir noch? Eine Tür. Eine Tür ist eine Einrichtung zum Schließen einer Öffnung in einer Wand. Mit ihr verbunden sind oft Sensoren oder sogenannte Türsteuerungen. Diese Steuerungen sind IT-Systeme. Sie reagieren auf Bewegung oder Knopfdruck. Wir finden diese auch in Bussen oder Personenzügen. Wir bleiben weiter in der Stadt. Da ist eine Kreuzung. Eine Kreuzung ist ein Schnittpunkt von zwei oder mehr Verkehrswegen. Ampeln ordnen hier für die Verkehrsteilnehmer ein bestimmtes Verhalten an. Der Anforderungstaster an der Kreuzung ist ein IT-System. Er reagiert auf Berührung und lässt bei Bedarf die Ampel grün werden. Oder setzt ein akustisches Signal für blinde Menschen ab. Der Geldautomat. Der Geldautomat war, noch vor dem PC, das erste Computerterminal, das vielen Menschen weltweit zugänglich war. Nahezu jeder kann mit seiner Karte über Geldautomaten Bargeld beziehen oder über ein Kartenlesegerät bezahlen. Mit NFC, also der sogenannten Nahfeldkommunikation, können wir mittlerweile sogar kontaktlos zahlen. Auch dahinter versteckt sich IT. Wir halten also fest, hinter dem Begriff IT verbirgt sich viel mehr als Smartphones, Tablets, Computer und Co. Durch ihre zunehmende Allgegenwärtigkeit ist es umso wichtiger, IT-Systeme als solche zu erkennen und zu verstehen. Wie man selber kleine IT-Systeme entwickelt, wird Thema in den nächsten Lektionen sein.